Ja, ich habe ja gesagt, hier wird es gleich einen kleinen Bruch geben. Gleich in mehrfacher Hinsicht. Hier werden sich einige Sachen ein bisschen zuspitzen und es wird schwere Entscheidungen zu fällen geben. Ja, aber das wird alles erst kommen, wenn wir auf die Salarianer getroffen sind, beziehungsweise nachdem wir auf die Salarianer getroffen sind. Werden wir alles gleich sehen. Erstmal müssen wir uns hier mit einem kolossalen Gap wieder anlegen. Der allerdings alleine so langsam ist, dass er überhaupt keine Chance gegen uns hat, weil wir halt einfach ein bisschen zur Seite ausweichen und damit ist gut. So. Waffe abgekühlt. Gap-Koloss tot. Und hier drüben war doch noch irgendwo einer, ein kleiner. Oder? Du bleibst aber auch liegen, ja? Ich habe da so meine Erfahrungen gemacht. Hey, das war gemein. Okay, die kleinen Kampfläufer, ja gut. Können wir uns auch mal mit vornehmen. Kein Problem, ich muss natürlich bloß auch treffen, das ist die Sache. Das sag mal. Jetzt. Schön. Okay, hier ist die Stelle, wo sich das aufspaltet. Ich fahre erstmal rechts rum. Mal schauen, ob wir da durchkommen. Auf dem Radar sah es ja, und auf der Karte sah es ja nicht unbedingt danach aus. So. Aber die erstmal doch hier von mir jetzt durch. Genau. Die Enge hier. Okay, dann fahren wir hier lang. Das finde ich gut. Das nehmen wir gerne an. Und hier vorne muss irgendwo ein Geschützturm. Ach, die Gef-Kolosse sind das, die so dargestellt werden. Aha. Ich dachte, das sind Geschütztürme, aber stimmt gerade eben, als das schon mal auf dem Radar war. Da war ja auch kein Geschützturm. Es sind halt einfach nur ein paar größere Oschis, die dann auch auffälliger auf dem Radar markiert werden. So, hier hat man schon einiges an Gegenwehr, wie wir merken. Hat aber auch seinen Grund. Hat seinen Grund. Wir werden noch sehen, warum. Ich will noch mal kurz schauen. Okay. Wir müssen rechts rum, schauen aber noch kurz links, dass wir hier die Gegenwehr da drüben weggeräumt kriegen. Ich will nicht, dass mir hier einer in den Rücken schießt plötzlich. So, einfach draufgehalten, kein Ding. Warum achte ich nicht mal darauf, dass meine Waffe nicht überhitzt? Ich weiß es nicht. Okay. Haben wir es bald? Ja. Sehr gut. Das war's für den. Ich hole mir noch kurz den einen Lümmel, den wir hier drüben noch haben. Huch. Ja, das war gewiss so gewollt. Ach, wie süß. Das ist so ein kleiner Kampfläufer. Gut, haben wir auch den erledigt. Stufeaufstieg sogar noch gleich mit erreicht. Freut mich, freut mich. Okay, dann ziehen wir mal durch in Richtung zweites Torhaus. Da vorne ist es ja schon. Und wir sehen auch schon, da ist direkt das Laservisier. Ich würde sagen, das ist unser Ziel. Ja, da ist direkt das Laservisier eines Scharfschützen auf uns gerichtet. War. Jetzt nicht mehr. Jetzt würde es ihm etwas schwer fallen, noch irgendwas auf uns zu richten. Gut, die Mutigen, die hier von sich raustrauen, die holen uns gleich so. Dem können wir mal ein schweres Dings in die Fresse ballern. Kommen wir hier hoch? Ja. Rechts kommen wir hoch. Es zeigt sich auch niemand mehr weiter, ne? Also wir müssen wirklich hier wohl oder übel in den Nahkampf gehen. Die kleinen feigen Schweinehunde, die trauen sich sonst nicht raus. Und dann sind sie sofort da, wenn man hier raussteigt. Ist klar. So, einfach mal drauf. Ja, beim Raketenwerfer dann vielleicht doch nicht. So. Wo seid ihr? Ihr seid da. Gut. Nur, dass ich hier nicht alleine im Kampf steige. Schön. Den Verwüster haben wir noch gekriegt, bevor er uns erreicht hat. Das ist gut. Sauber. Damit sollten wir alle erwischt haben. Dann machen wir mal hier vorne kurz das Tor auf. Im Gegensatz zum ersten Tor ist hier doch ein bisschen Arbeit nötig. Ach so, die Flaksteuerung. Ja, das sollte man natürlich auch noch deaktivieren. Das
könnte helfen. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Gut, sind bereit, Commander. Wir machen uns das Tor auf, speichern, dechiffrieren, plündern und gehen. Alles klar. Dann ist es gar nicht mehr so weit. Ich gucke noch mal kurz hier. Ach, wir kommen gleich zu noch einem Torhaus. Na gut, von mir aus. Wenn es sein muss, dann nehmen wir eben noch ein Torhaus mit. Ah, meine Ohren, die werden langsam hier. Die finden es gar nicht cool, dass ich die ganze Zeit die Kopfhörer trage. Aber da müssen sie jetzt gerade mal durch. Gut. Rein in den... Nein, nicht zu Tali. Ich will nicht rein in Tali. Zumindest noch nicht. Okay, der war schlecht. Sondern, da war auch die Normandy, wie schön. Sondern ich will rein in den Marco und ein wenig Morden. Gut. Noch jemand? Ja, natürlich. Hallo? Oh, bei mir meldet sich gerade mein Magen zu Wort. Ich scheine doch geringfügig Hunger zu haben, glaube ich. Da oben ist noch einer. Dem schießen wir einfach mal so direkt was um die Ohren. Okay. Hey, den haben wir auch noch erwischt. Sehr gut. Das heißt, wir dürfen oben jetzt gar keine Gegenwehr mehr erwarten eigentlich. Dann schauen wir doch mal, ob sich das wirklich so gemütlich gestaltet, wie ich das ja annehme. Das sieht ganz danach aus, ne? Mit ein paar gezielten Geschütztreffern gegen die Wand können wir indirekt unsere Feinde doch erwischen und ausschalten. Auch ohne Nahkampfgefechte. Was war das so? Ich weiß es nicht. So, einmal die schwere Dechiffrierung hier kurz erledigt. Ah, verdammt, das war dumm. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Doch, gerade noch so. Ein Traum, ein Traum. So. Das war's. Wir sollten jetzt keine Probleme mehr haben, das Camp zu erreichen. Das hast du sehr gut erkannt. Wir sind auch gleich da. Weit ist es nicht mehr. Und dann geht die eigentliche Story auf Würmeyer los. Wir haben ja bisher noch nicht so wirklich was erlebt hier. Wir sind ja bisher nur ein bisschen gegen die Geth vorgegangen. Und danach wird es dann wirklich interessant. Also rein in den Marco, hin zu den Salarianern und dann schauen wir mal, was sich dort so ergeben wird. Sieht schon schön aus hier. Muss ich schon sagen, also das könnte mir auch durchaus gefallen. Gut, die Gewitterstürme hinten sind jetzt vielleicht nicht so der Ultra-Burner. Das erinnert mich sehr an Bulletstorm, Commander, da gab es auch so eine Welt. Die Normandy ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Was? Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Na, da bin ich ja mal gespannt. Bulletstorm hat auch genau so eine Welt eigentlich. Da gibt es auch so, so ein tropisches Klima und unglaublich viele Stürme. Und hat mich jetzt gerade irgendwie daran erinnert. Wäre vielleicht auch mal was, was man jetzt drehen könnte. Da ist das salarianische Camp. Ja, ich weiß. Das ist eigentlich ziemlich kurzweilig, das könnte man machen. 50.000 habe ich gerade für nichts gekriegt. Cool. Aber gut, wir sind da. Was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geht. Und jetzt wissen wir auch, warum das hier so gut gesichert ist. Saren selbst ist hier. Ist er hier? Haben Sie ihn gesehen? Oder seine Basis zumindest. Nein, aber seine Geths sind überall und wir haben einige Funksprüche abgefangen, in denen er erwähnt wurde. Das hier ist seine Einrichtung. Irrtum ausgeschlossen. Gut, habe ich erstmal zu viel versprochen. Sarens Basis ist hier, sagen wir es so.
Aber die ist eine sehr geheime Forschungsbasis und nicht wie auf Noveria bekannt. Das heißt, hier könnte es vielleicht ein bisschen interessanter werden, was auch so Gedankenkontrolle und so angeht. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr über seine Experimente vielleicht rauskriegen und über seine Fortschritte bei der Suche nach der Röhre. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen Saren. Ob das wirklich so ist, das musste ich erst nachher herausstellen. Das ist einfach nur eine Annahme der Salarianer. Und ich finde es eigentlich ein bisschen merkwürdig. Gut, er ist halt kein Wissenschaftler, er ist bloß ein Soldat, ne? Aber die Salarianer sind ja sonst immer sehr auf Fakten bedacht. Und er lässt ja einfach seine Annahme im Raum stehen und kann die eigentlich nicht wirklich begründen. Also, das ist eigentlich nur eine Annahme, dass die Kroganer wahrscheinlicherweise die Galaxis überschwemmen würden. Wir müssen das stoppen, gerade wurde es noch schlimmer. Ich weiß nicht. Na gut, stoppen wir mal. Eigentlich bin ich ja dafür, dass die Genophage geheilt wird. Der Genophage offenbar, nicht die. Aber gut. Die Gates sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Gut, wir haben also ein Problem. Wir stecken erst einmal fest. Aber wir können jetzt mit allen... Also wir haben jetzt wirklich alle hier... und können jetzt mit allen mal ein bisschen reden. Vor allem mit Rex haben wir aber ein kleines Problem. Wir sehen schon da hinten, der schießt sich ein bisschen die Wut aus dem Leib. Ja, Saren forscht an der Genophage, an dem Genophage. Ich bin immer noch irgendwie auf die Genophage geeicht, ich weiß auch nicht. Und natürlich will Rex die Forschungsergebnisse irgendwie mit einsacken, denn das könnte die Rettung für sein Volk sein. Und auch wenn er sagt, es ist natürlich einfacher als Soldat zu leben und er hat es aufgegeben, einem nicht verfolgbaren Traum hinterher zu rennen, natürlich will er der Genophage Einhalt gebieten und natürlich will er sein Volk retten. Und diese Bestrebungen, die wird er auch noch in den Folgeteilen intensivieren, aber hier führt das jetzt natürlich erst mal zu einem großen Problem, weil Saren die hiesigen Kroganer für einen bestimmten Zweck züchtet. Und die müssen, also ich verstehe halt nicht, warum die unbedingt gleich dieses Heilmittel beseitigen müssen. Es würde eigentlich reichen, wenn man erstmal die Kroganer beseitigt, die hier sind. Das Heilmittel kann man ja mitnehmen. Ich meine, Forschungsergebnisse sind unabhängig von den Gräueltaten, unter denen sie entstanden sind, oder von den Intentionen, unter denen sie entstanden sind, erstmal neutral zu betrachten, wenn sie einmal da sind. Das ist auch was, das wird im dritten Teil noch interessant werden. Das werden wir dann aber dort sehen, was ich damit meine. Oder ist das schon im zweiten Teil? Ich weiß es gar nicht. Nee, es könnte auch schon im zweiten sein. Müssen wir mal schauen. Da werden wir dann nämlich auch einen Salarianer mit an Bord haben, den ich unglaublich mag. Den werden wir dann aber dort erst treffen, von dem werde ich jetzt noch nichts verraten. Rex Verhalten gefällt mir nicht. Er ist bis zum Äußersten gereizt. Es wird kein leichter Kampf. Aber wir sind bereit, wenn es... Ich mache mir
mehr Sorgen wegen Rex. Können wir ihm noch vertrauen? Das werden wir gleich herausfinden. Und ich habe ja gesagt, es wird Spannungen geben, ne? Die anstehende Schlacht jagt mir Angst ein. Ich weiß aber auch, dass Saren aufgehalten werden muss. Und der schießt sich dort die Seele aus dem Leib. Das ist echt Wahnsinn. Okay, jetzt haben wir natürlich blöderweise halt gerade keine Teammitglieder, mit denen wir hier dechiffrieren können. Weil wir jetzt gerade alleine unterwegs sind. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Ich bin Commander Rentola. Ich kann Sie mit Vorräten für die anstehende Mission ausstatten. Für alles andere sollten Sie mit Captain Kirahi sprechen. Sagen Sie einfach, was Sie da haben. Wir haben nur begrenzte Reserven. Wir hatten eine Flotte angefordert, um Sarens Basis zu zerstören. Stattdessen schickten die Sie. Moment, ich muss mir mal ganz kurz aufschreiben, dass wir hier etwas zum Dechiffrieren haben. Vielleicht kann ich ja später nochmal hin zurückkehren, um das mir zu holen. Camp. So. Gut. Ich stelle gerade fest, auf Pharos habe ich vergessen, in den einen Turm nochmal reinzugehen und dort die Dechiffrierung durchzuführen. Und ich muss mal ganz kurz hier aufstehen und die Sonne wegmachen. So. Okay. Ist doch ein bisschen hell. Ich musste gerade mal hier das Rollo runter machen. Und ich weiß nicht, vielleicht hat man es schon mal mitgekriegt. Vorhin, als der Torianer zum ersten Mal gezeigt wurde in einer Filmsequenz, da habe ich auch schon mal das Rollo ein bisschen runter gemacht. Hat ein bisschen Krach gemacht. Weiß gar nicht, ob man das da gemerkt hat. Egal. Was können Sie anbieten? Nachricht war unverständlich. Ja. Ihre Anfrage kam nie an. Jetzt müssen Sie mit uns Vorlieb nehmen. Soweit habe ich Sie verstanden. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Ja, wir schauen zumindest mal rein. Mal sehen. Hammer 8. Also jetzt wird natürlich alles... Die nehmen wir auf jeden Fall mit hier, die Lizenz. Und auch... Oh ja, Upgrade. Sehr gut. Und auch diese Lizenz nehmen wir mit. Okay. Den Rest lassen wir einfach mal. Ist doch gut, Lizenzen einzusacken. Also war doch gar nicht so schlecht, das Angebot, muss ich sagen. Da gab es schon Händler, bei denen ich weniger mitgenommen habe. Okay, haben wir hier noch was? Ah ja, Captain Kirai. Commander, kommen Sie zu mir, wenn Sie mit dem Programmer gesprochen haben. Natürlich. Ich bin schon viel zu lange auf dieser Mission. Meine Brut wird mich nicht mal mehr erkennen. Wir schauen nochmal ganz kurz hier hinten nach. Ach ja, Liara hat man ja noch gar nicht getroffen. Stimmt, irgendwo musste die auch noch sein. Wir sollten lieber Erfolg haben, Mensch. Wir spüren noch immer den Preis der Kunden. Okay, hier haben wir sogar gleich zwei Sachen, die wir dechiffrieren müssen. Und das hier scheint auch noch ein Kommunikationsportal, also hier scheint es auch noch ein Quest zu geben. So, muss ich mir auf jeden Fall markieren. Und da werden wir dann später nochmal vorbeischauen. Ich denke mal, hier werden wir nochmal hin können, wenn dann... Ist gut, Rex, ist gut. Ich komme gleich zu dir. Wenn dann diese Geschichte hier erledigt ist, denke ich mal. Ich mache mir Sorgen, dass Rex Loyalität ihm gegenüber... Ja, das werden wir jetzt sehen, ob das so ist. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Ich war ihnen gegenüber immer loyal. Himmel, sie haben mehr für mich getan als meine gesamte Familie. Aber wenn ich ihnen auch weiterhin folgen soll, muss ich wissen, ob ich das aus den richtigen Gründen tue. Okay, und hier kommen wir an einen Punkt, der ein bisschen kritisch ist. Denn hier in dieser Situation, wenn wir uns jetzt falsch entscheiden würden, dann würde Rex das nicht mehr erleben, wie wir von diesem Planeten wieder runterkommen. Rex, diese Kroganer sind nicht ihr Volk. Es sind Sarens Sklaven, Marionetten. Ist es das, was sie sich für sie wünschen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Alles gut? Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt.
Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Das werden wir sehen. Und damit sind die Differenzen zwischen Rex und Shepard ausgelöscht. Wie gesagt, wenn wir uns an dieser Stelle falsch entschieden hätten und hier aggressiv gehandelt hätten, dann wäre es zum Äußersten gekommen und wir hätten Rex töten müssen. Den hätten wir hier verloren an dieser Stelle. Das ist so. Wir hätten ein Teammitglied verloren. Wenn ich auf Böse gespielt hätte, hätte ich das auch in Kauf nehmen müssen, um zu töten, weil das dann die böse Handlung quasi ist. Aber so sind erstmal alle Differenzen ausgemerzt und wir können zu Captain Kirahe gehen. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Wir werden sie nicht direkt angreifen können. Ganz sicher nicht. Aber ich glaube, es ist auch anders zu schaffen. Ich werde meine Männer in 3 Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Sie erwarten also, dass ich einen meiner Leute Ihrem Kommando unterstelle? Letztendlich sind wir doch alle Soldaten, nicht wahr? Wenn Ihre Leute nicht bereit sind, sich einem solchen Risiko zu stellen, wollen Sie sie dann wirklich an Ihrer Seite haben? Er hat recht, Commander. Wir können es nur schaffen, wenn beide Teams auf gleicher Höhe sind. Ich melde mich freiwillig. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Wer ist für die Mission am geeignetsten? Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern, obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Tja, wen nehmen wir? Die Sache ist, an der Stelle, man weiß ja wirklich, also wenn man es zum ersten Mal spielt, weiß man natürlich wirklich nicht, was passiert und ob derjenige wieder lebend rauskommt. Da kann man sich nicht sicher sein. Und wie ich gerade gesagt habe, Rex hätte man auch schon verlieren können an dieser Stelle. Das heißt, wenn das passiert wäre, dann hätte man erst recht den Beweis gehabt, dass das Spiel auch durchaus bereit ist, einem die Teammitglieder zu klauen. Ich entscheide mich für Ashley. Williams, Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Die Normandy wird mich abholen. Wie werden Ihre Teams der Explosion entkommen? Wir werden die Gate so lange wie möglich beschäftigen. Sobald die Bombe an Ort und Stelle ist, werden wir versuchen, zurückzufallen und dem Detonationsradius zu entkommen. Wenn wir uns beeilen, sollten wir mit annehmbaren Verlusten entkommen können. Wenn nicht, wird man uns als Märtyrer für eine größere Sache in Erinnerung behalten. Bei Ihnen hört sich das wie ein Selbstmordkommando an. Ich werde Sie nicht anlügen, Commander. Es besteht die Möglichkeit, dass keiner von uns den Angriff überlebt. Das gilt auch für Ihr Team. Aber wir werden tun, was nötig ist. Shadow leuchtet mir ein. Welche Codenamen bekommen die anderen Teams? Eigor, Manowai und Jaito. Das waren die anfänglichen Siedlungen auf unseren ersten 3 Kolonialwelten. Sie sind bis heute das Herzstück des salarianischen Territoriums. Die Namen werden meine Männer daran erinnern, wofür sie kämpfen. Wenn wir eine Chance auf Erfolg haben wollen, muss etwas Persönliches einfließen und auf dem Spiel stehen. Ich möchte mehr über die Bombe wissen. Wie zuverlässig ist sie? Ihre Zuverlässigkeit hängt von der Person ab, die sie scharf schaltet, aber sie wird ihren Zweck erfüllen. Der Antrieb ist höchst unempfindlich gegenüber Schäden durch externe Quellen. Sobald sie scharf geschaltet ist, gibt es kaum etwas, das sie aufhalten kann. Die Hauptsache ist, sie zu platzieren und scharf zu schalten, bevor die Gate uns aufhalten können.
Fassen Sie den Plan bitte nochmal kurz zusammen. Sie sind das Team Shadow. Wir werden für Ablenkung sorgen, während Sie in die Basis eindringen. Arbeiten Sie sich bis zur Brutstätte im Herzen der Einrichtung vor. Schalten Sie die Flakgeschütze aus, damit die Normandy landen und den Nuklearsprengkopf abladen kann. Wenn wir soweit kommen, werden wir versuchen, Ihnen mit den Geschützen zu helfen. Aber verlassen Sie sich nicht darauf. Sobald Sie die Bombe haben, deponieren Sie sie neben den geothermischen Leitungen. Dann verschwinden Sie, bevor das Ding detoniert. Gut, dann los. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, solange ich weg bin, LT. Und Sie auch nicht, Commander. Wir werden es schon schaffen. Sie werden es erleben. Ja, ich... Viel Glück. Wollen Sie was sagen, Chief? Ich weiß nicht, es ist nur so seltsam, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Commander. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht, wir bleiben ein Team. Passen Sie aufeinander auf, halten Sie die Augen offen und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Krogana gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Welch eine pathetische Rede. Und natürlich, Ashley ist jetzt ausgegraut. Ich werde nicht Kaidan mitnehmen. Warum ich Ashley jetzt ausgewählt habe? Eigentlich ist sie ja meine Liebschaft sozusagen, ne? Aber wisst ihr was? Scheiß drauf. Ist mir egal. die soll ja sowieso nicht die Dauerliebschaft werden, sondern im zweiten Teil werde ich mir dann Tali vornehmen. Und ich werde Tali jetzt auch mal mitnehmen, weil ich mal wieder... Ich glaube, ich finde das Team eigentlich ganz gut so mit den Zweien. Wobei, nee, ich nehme mal nicht Liara mit, ich nehme Rex mit, weil wir ja dort auch Sachen machen, die Rex betreffen. So, dieses Team geht's los.